Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Halt! Einen Unruhestifter wie dich kann ich nicht ins obere Viertel lassen. Geh zu Lord André und regle die Sache. Okay, ich wollte eigentlich dort nochmal nach den Dingen suchen, aber ich glaube wegen der Sache da in der Burg, im Minental, haben wir es aktuell richtig verkackt und das wird wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Aber wir brauchen im Grunde kein Gold mehr, weil wir verlassen jetzt bald die Insel. Die Crew steht schon zusammen. Ich weiß langsam nicht mehr, was. Wen wir mitnehmen? Leider nehmen wir nicht Wolf mit. Leider nehmen wir Kavalor nicht mit. Leider nehmen wir Torloff nicht mit. Ich hätte das mit Jorgen vielleicht sein lassen sollen und dann dafür Dingens mitnehmen können sollen. Aber unsere Crew ist jetzt dann zumindest vollständig. Wenn du dich mit dem Gesindel im Hafen herumprügelst, ist das eine Sache. Aber wenn du Bürger oder Soldaten des Königs angreifst, muss ich dich zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht dir bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe zahlen und die Sache ist vergessen. Wie viel? 50 Goldstücke. Ich hab mehr. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Die Burg im Minental wurde von den Orks gestürmt. Die Burg im Minental wurde von Orks gestürmt. Nein. Lord Hagen muss davon erfahren. Geh am besten direkt zu ihm. Ja, okay, mach ich. Sag Bescheid. Okay, Die Drachen, die das Land bedrohten, wurden von tapferen Männern unter dem Befehl von Lord Hagen besiegt. Bald wird auch König Roba das Land von den Orks befreit haben und das Königreich wird in neuem Glanz aufblühen. So, alles klar? Alles klar? Ja, aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Der Schreck. Ja, okay. Nichts Neues, okay. Gehen wir mal zu Lord Hagen und sagen ihm Bescheid, dass die Burg gestürmt wurde. Ich habe meine eigene Meinung. Wirklich? Wer sagt denn das? Das ist ja interessant. Ich habe mir das schon gedacht. Das war doch schon vorher. So, okay. Lord Hagen, du musst sofort aufmarschieren. So, Lord Hagen. Die Orks haben die Burg im Minental gestürmt. Die Orks haben die Burg im Minental gestürmt. Bei Inos! Was genau ist da geschehen? Irgendwie hat sich wohl das Tor geöffnet. Irgendwie? Wie ist das möglich? Es muss einen Verräter in der Burg gegeben haben. Worauf wartet ihr noch? Worauf wartet ihr noch? Jetzt, wo die Burg gestürmt wurde, brauchen wir umso mehr Vorräte. Aber unser Aufbruch wird sich dadurch nicht lange verzögern. Ja, Ich wundere mich über. Kann ich hier einfach bei Diego in die Bude rein? Hau bloß ab! Okay, wird nicht mehr laufen. Ich glaub, die Quest kann ich nicht mehr machen. Ich hoffe, Vatras wird nicht sauer sein, wenn ich die jetzt nochmal abmurksen würde. Wir können nur abwarten. Ich leg mich mal schlafen, bis in die Nacht. Zu weit weg. So, bis Mitternacht schlafen. Und dann will ich mal schauen. So, die hauen auch ab. Torben und Eldridge. Wie sieht das dort jetzt aus? Kann ich da rein, ohne dass die da... Verdammt, die stehen da immer noch.
Die Quest werden wir nicht mehr durchkriegen. Das werden wir nicht schaffen. Das haben wir verkackt. Wir haben 10 Lernpunkte. Ich könnte noch mal irgendwo in... Kommen wir... Wir gehen mal zu Lee und sagen mal, der soll uns zwei Händler noch mal trainieren. Ich will aber mit jedem davon auch noch einmal geredet haben. Wo hast du das denn schon wieder her? Ist mir aber auch zu dunkel. Ich glaube, das mit dem Blutkelchen werden wir nicht mehr schaffen. Ich mach das. Ich warte jetzt, bis es Tag ist, also bis zum Morgen. Nee, nicht da, sondern. So. Bis zum Morgen. So, der wievielte Tag ist das? Der 216. Tag. Das mit den Blutkelchen, das hätten wir vorher machen sollen. Ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen. Das haben wir verkappt mit der Diebesgilde. Dann machen wir uns jetzt auf die Reise, weil dadurch können wir jetzt auch Bosbos Drogen nicht mehr schaffen. Ich habe für so etwas nicht brauchen. Ich habe das nicht ziehen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Es sei denn, wir hintergehen die Diebesgilde. Aber das würde dann wiederum, war das vielleicht nicht so Töfte sehen. So. Wir können nur abfahren. Ich rede hier noch einmal mit jedem. Fangen wir mit Gorn an. Jahres? Bennett? Diego? Von mir hat er das nicht getan. Latras hatten wir ja schon mal. Hey, Lester? Ich kann es nicht. Milton? Glaubst du wirklich? Hey, du! Wann muss das hier so kommen? Lee? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Die Sache mit dem Ermächtigungsschreiben hat geklappt. Die Sache mit dem Ermächtigungsschreiben hat geklappt. Das Schiff gehört mir. Der Richter war sehr kooperativ. Tja, dein langer Weg der Erniedrigung bei dem Kerl hat sich zu guter Letzt doch noch bezahlt gemacht. Lass uns mit dem Training jetzt. Lass uns mit dem Training beginnen. Das liegt doch in der Hand. 3 Lernpunkte? Ja, komm. Dann haben wir... Dann haben wir 2er auf 90. Dann? Bist du bereit, mich zur Insel zu übersetzen? Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Aber klar doch. Her mit der Karte. Gut, dann hoch die Segel und nichts wie weg hier. Überprüf vorher nochmal deine Ausrüstung. Wenn wir erstmal auf See sind, gibt es keinen Weg mehr zurück. Wenn du das gemacht hast, dann leg dich erstmal schlafen. In der Kapitänskajüte steht ein Bett für dich bereit. Gute Nacht. Okay. Das ist unsere Crew. Captain Neu hier. Ich will wissen, was die jetzt alle genau machen. Ich bin jetzt wirklich sehr neugierig. Unsere Freunde sind da, dann also Gorn, Milton, Lester, Diego. Was hat er da vorher gewusst?
Dann halt Lee, dem ich auch sehr vertraue. Laris, den habe ich mittlerweile vertrauen gelernt. So. Genau das habe ich auch gesagt. So, Bennett, den mochte ich. Vakras, den habe ich auch vertrauen gelernt. Kann ich hier rein? Was haben wir denn da? Speichern. Vakras? Hey! Mehr? Ich will Adonis etwas spenden. Eine Spende an die Kirche Adonis würde einen Teil der Sünden, die du bis jetzt auf dich geladen haben magst, mindern, mein Sohn. Wie viel kannst du geben? 100. Ich habe 100 Goldstücke. Ich segne dich im Namen Adonis für diese großzügige Tat. Möge der Weg, den du einschlägst, unter dem Segen Adonis stehen. Okay, hier geht's noch weiter runter. Ich sehe nichts. Fackeln. Hier haben wir noch einen Trank. Kann ja sein, dass hier noch irgendwo irgendwas rumliegt, das wir gebrauchen können. Tränke definitiv. More Red Fat brauchen wir nicht. Was haben wir denn da? Ein Ring. Der leuchtet. Ich wäre mir da nicht so sicher. Hier haben wir noch einen Trank. Das kann ja nicht ewig sein. So. Ich kann das nicht mehr hören. Okay, Kapitänskajüte, wo? Ich hab mir das schon gedacht. Das ist nicht zu fragen. Man muss eben aufpassen, dass man so wieder aufhört. So, okay, nochmal eine Fackel. Lass ich lieber die Fackel. Das finde ich jetzt auch interessant hier. Ich weiß gar nicht, warum er sich so anfühlt. Wo ist die Kapitänskajüte? Ich soll mich ins Bett legen, hieß es. So. Ich brauche ein Schiff. Das höre ich zum ersten Mal. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich würde das nicht tun. Das kann man nicht wahr sein. Okay, wo legen wir uns hin? Das sieht aus, als könnte man da pennen gehen. Okay, hier ist das, hier ist die Gemeinschaft. Okay. Mit eigenem Balkon für die Gemeinschaft. Okay, ich konnte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute mitnehmen. Dann haben wir hier Küche. Wie viele Leute haben wir jetzt? 1, 2, 3. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, mit Vatras 10. Ich bin der 11. 11 Personen. Insgesamt. Da kann ich nicht rein. Das ist die Kapitänskajüte. Erzbrocken. Hubkommode. Nichts Neues.
Ladebildschirm. So, da bin ich wieder. Ich glaube nicht, dass ich da was ändere. Okay, wo sind wir? Das war klar. Welche Karte soll das jetzt sein? Corinnes, Minental. Noch mehr. Sehr alte Karte. Tal der Abbau. Kapitel 6. Die Hallen von Irdun. Okay, ich quatsch nochmal mit Bennett. Kommst du zurecht? Kommst du zurecht? Die Schmiede auf dem Schiff ist schon ein bisschen eingerostet. Kommt vom Meersalz. Wird etwas schwieriger sein, hier etwas Gescheites hinzukriegen. Aber sonst... Okay. Kann ich nochmal mit Vatras reden? Vatras? Hey, du! Welchen Rat kannst du mir geben? Halte dich von den Suchenden fern. Denke daran, dass dir ihr schwarzer Blick hier, fernab vom Kloster, sehr stark schaden kann. Sollte dir trotzdem etwas geschehen, komm zu mir. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, ich kann hier besessen werden. Hier sind hier gibt es Suchende. So, okay, Bennett und Vatras haben wir. Jetzt die beiden. Das sind doch alles Diego und Laris. Hey. Wie sieht's aus? Naja, recht gespenstisch die Grotte hier. Das will doch keiner wissen. Diego? Da sind wir. Da sind wir. Diese Insel ist doch nicht so weit von Corinnes entfernt, wie ich angenommen hatte. Mir ist sie nicht bekannt gewesen. Aber jetzt wird mir natürlich einiges klar. Ich hatte mich schon immer gefragt, wie die Orks so schnell ihren Nachschub organisieren konnten. Mit diesem Vorposten? Es ist ja auch kein Kunststück. Wenn du ins Innere der Insel vordringst, wirst du wahrscheinlich auf die eine oder andere Falle stoßen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, dann komm zu mir. Vielleicht kann dir meine Erfahrung weiterhelfen. Ich brauche deinen Rat. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast, das ich mit meiner Erfahrung lösen kann. Ich brauche Munition. Vielleicht kann ich dir aushelfen. Ah, okay. Kurzbogen. Bolzen nehme ich mal alles. Die nehmen wir auch. Essens der Heilung nehme ich auch mal mit. Okay, gehe ich mal nach oben. Warte mal. Ich kann es nicht glauben. Alles im Lot? Alles im Lot? Bis jetzt noch. Denk daran, ich will was zu tun kriegen. Ja, okay. So, Lester. Hey, du. Hast du mir etwas zu sagen? Im Moment nichts. Vielleicht später. Milton? Wie in alten Zeiten. Du sagst es. Ich bin ja mal gespannt, ob es diesmal klappt. Dass du deinen Hintern retten kannst, bevor wieder die ganze Höhle über dich hereinbricht. Welchen Rat kannst du mir geben? Es ehrt mich sehr, dass du gerade mich um Rat fragst. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit nur eine Sache. Hast du das Auge Innos mitgebracht? Natürlich. Tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle. Bin ein bisschen nervös.
Hast du ein paar Tränke übrig? Hast du ein paar Tränke übrig? Solange der Vorrat reicht. Nice. Die nehmen wir alle. Die nehmen wir alle. Heilpflanze nehmen wir alle. Heilkraut. Heilwurzel. Feuernessel. Feuerkraut. Heilwurzel. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Drachenwurzel nehmen wir mit. Davon lasse ich lieber die Finger. Kronstöckel. Kaufe ich auch alles ab. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Was ist das? Runenstein. Meine Meinung will ja keiner hören. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Na, ganz Geld brauchen wir eh nicht. Ich kann das nicht glauben. So, dann gehen wir mal nach da oben. Reden wir nochmal mit Lee und Anga. Hey! Welche Aufgabe willst du übernehmen? Jemand muss auf das Schiff achten. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass es bei deiner Rückkehr auch noch da ist. Wie geht's meinem Schiff? Mach dir keine Sorgen. Ich hab hier alles im Griff. Anga? Wie geht's dir? Die Kopfschmerzen sind unerträglich geworden, seit wir hier auf der Insel sind. Verdammt nochmal! Das muss endlich aufhören! Ich glaube, es war ein Fehler, ihn mitzunehmen. Lauren? Hey, du! Alles im Griff? Klar doch, wenn uns die ganzen Ungetüme hier in Ruhe lassen. So, speichern wir. Und gehen los. Ich kann das nicht mehr hören. Ich glaube, das ist einfach nur ein direkter Weg. Da sind schon die ersten Orks. So, natürlich. Ich glaube, das ist nur ein direkter Weg. Noch mehr Orks. Jetzt bin ich am Arsch. Lauf! Da habe ich Feuerwarane gesehen gerade, da hinten. Speichern. So. Wir brauchen ja nicht alles, was die hier haben. So. Die Dinger essen wir nochmal. Die Suppe. So, den. Geschicklichkeit nochmal plus 1. Stärke nochmal plus 1. Die Suppe gönnen wir uns jetzt mal. Den Apfel gönnen wir uns nochmal. So, Clan Innos. Elixier der Stärke. Stärke Bonus 3. Elixier des Geistes, Bonus für maximales Mana. Heilung der Besessenheit. Okay, hatten. Lassen wir die Dinger dann mal so.
So, und noch ein paar Heilkräuter. Tja. Speichern. Sehen wir zu, dass wir die nächsten Orks auch noch da eliminiert bekommen. Okay, einer geht klar. Wenn ich wüsste, wo der ist. Da ist er. Das war doof. Mal kurz wegstecken. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Den treffe ich nicht. Nee, den. Komm. Mit dem Treffen wird's wohl nix. Was das mit dem Ein- und Ausstecken war, aber finde ich echt komisch. Komm her. Ja, komm her, mein Kerl. So, ich versuche jetzt nochmal den Ork. Hat er irgendwie so einen Schutz vor Pfeilen? Speichern nochmal. Jetzt hab ich ein Problem. So, okay. Dann muss ich anders auf den dazukommen. Okay, haben wir auch erledigt. So, wie sieht es mit denen aus? Ich hoffe, da kriege ich hin. Hab ich den jetzt mit so einem komischen Animation hier gekillt oder wie? Das nehmen wir mit. Heiltränke nehmen wir alle mit. Find's gut, dass sie Heiltränke haben, allesamt. Und ein Mana-Trank. Ich habe keine Ahnung, wofür wir Schwefel brauchen. So. Heiltränke benutze ich mal. Oh, wir haben aber wieder ordentlich was an Heiltränken. So, das heißt, das speichern wir und gehen weiter. Also aktuell denke ich, wir müssten auch in diese Richtung hier, die wir jetzt gehen, weil alles danach aussieht.
Echsen oder Orks? Yo! Hör auf! Hör auf anzu... Der soll auf... Alter. Das mit diesem Angucken, dass er fixiert bleibt, obwohl man schon weggeht. Also ich wünsche mir da wirklich eine Taste, die extra dafür gemacht ist, zu fixieren und wieder entfixieren. So, jetzt kommen sie. Okay, ich hatte jetzt. Irgendwie mehr gehofft. Bitte sag mir, dass du einen Heiltrank hast. Ja. Was war das für ein Ring? Einfach nur ein goldener Ring. Hätte sein können, dass das irgendwie einen Bonus gibt von Leben oder so. So, nicht alle gleichzeitig. 2 bis 3 hätte ich nichts gegen. Könnte ich sogar noch schaffen. Ja. Ne, das ist nur einer. So, den mache ich auch fertig. So, speichern. Wir haben schon die Hälfte von denen dezimiert. Okay, da kommen sie schon. Ach, das sind nur 2. So, Heiltrank. Leichte Wunden heilen. Zähne packen. Der hat noch aber was zu essen gehabt. Der hat auch noch was zu essen. Essen nehmen wir mit. So, nochmal speichern. Dann sind da nur noch diese Wargs und Schamanen. Wo auch die Frage ist, welcher ist jetzt schlimmer? Jetzt hin? Da. Schinken. Alter! Wo kam die denn jetzt her? Da ist ja noch einer. Und ich sehe da noch einen Troll. Das nehmen wir. So, das nehmen wir mit. Okay, machen wir noch ein paar Heiltränke.
So. So, das müsste reichen. So, den großen Höhlentroll. Autsch. Vollfeldtrollhauer. Okay, sonst nichts von Wert. Aber die Lebensmittel können wir hier mitnehmen. Brot, Bier. Nein, nicht die Orga. Gibt's hier oben etwas? Ich glaube, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. So, hier vorne liegt noch einiges. Und da vorne sieht es auch aus, als würde noch einiges an Lebensmitteln liegen. Brot auf jeden Fall. Und im Grunde brauchen wir gar nichts mehr von den von dem ganzen Kram. Nur die Lebensmittel und die Heiltränke. So, jetzt nochmal speichern. Jetzt will ich es nochmal da oben versuchen. Und dann zumindest zwei rauslocken. Nein, hör auf! So, ja, genau so. Ja. Hauen die einfach aufs Maul, schafft sich das auch noch. Okay. Nochmal, neuer Versuch, rauslocken. Gegen zwei schaffe ich wohl von Orkelite. So, Flucht. Waffe wechseln. Einer mit, ja, okay, einen habe ich noch gehört. Ich hätte gerne zwei gehabt, aber speicher mal, lieber vorsichtshalber. Fand ich jetzt weniger nice. So, hier habe ich ein bisschen mehr Platz zu kämpfen.
Schrank. Tolle Ork-Angst. Ork-Schau Oberst. Da haben wir was. Der Ring ist rau und strahlt eine seltsame Kälte aus. Nehme ich mal mit. Kann sein, dass wir den vielleicht brauchen. So. Die Hallen von Irora. Wir haben die Insel des Feindes. Dieser orkische Oberst ist eine verdammt harte und muss irgendwo in seinem Thronsaal, muss es doch weitergehen. So. Nutzen wir noch mal ein paar von denen. Und ein paar von denen. Alter, das dröhnt auch extrem in den Ohren hier. Ich glaube, ich mach mal ein kleines bisschen leiser das Spiel. Alter, ich krieg Kopfschmerzen davon. So, ich brauche eine Fackel. Ich sehe sonst nichts. Ich habe ja einen Schlüssel bekommen. Das ist ja eine Tür, das erkennt man. Hier liegt ein Toter. Hängt ein Toter. Gibt es davon noch genau dasselbe nochmal? Nein. Aber hier unten gibt es eine Höhle. Mit drei Türen. Okay. Nehmen wir einfach mal alles mit. Macht das einfach leer, was wir hier haben. Hier sind noch mal einiges an Heiltränken. So. Ja, eigentlich nichts wert. Aber nehmen wir trotzdem mit. Speichern nochmal, bevor wir die nächste Tür betreten. Schwarze Perle, Trank, noch ein Trank. Pedro? Verräter? Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Bei uns Söldnern haben viele ihre Seele an Belia verkauft und trotzdem verspüre ich oft Skrupel, sie einfach abzuschlachten. Aber du, Drecksau, bist eine Ausnahme. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Serpentis gab mir den Auftrag, dich zu töten. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir das glauben sollte. Gar nichts muss ich. Ich werde dich jetzt töten. Erzähl mir, was du weißt. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel herunterschaffen, hörst du? In Ordnung, folge mir, ich bringe dich zu meinem Schiff. In Ordnung. Folge mir, ich bringe dich zum Schiff.
Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. Ich brauche momentan jede Info, die ich kriegen kann. Der kommt hinterher. Hier liegen zwar noch alle tot rum, aber... Alter, das dröhnt so extrem in den Ohren. Ach, die bleiben hier tot liegen, oder wie? Die spawnen hier nicht? Jetzt habe ich ein Problem. So, wo habe ich die Fackel? Jetzt habe ich ein Problem. Pedro? Müde? Müde? Bitte, lass mich leben. Okay, überstanden. Wo kamen die jetzt auf einmal her? Schon der nächste. Ja, wo kommen die her? Gib den Viechern ordentlich Saures! Okay, Ein Mist viel weniger. Ein Drecks viel weniger. Da sind wir. Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Hör auf zu schwafeln. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Feuers. Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Welche Unholde treiben sich auf der Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle. Aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen. Aber genau weiß ich das nicht mehr. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Okay, ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Möge die Macht Innos dich begleiten. Ich werde für dich beten. So. Genauso wie du sagst. Hat der Heiltränke zu? Meine Meinung kennst du ja schon. Wie sieht das mit dessen Gesundheit hier aus? Der nimmt noch voll. Immerhin. Ich hoffe, ich verliere hier niemanden. Gorn? Du musst dich verdammt nochmal beeilen. Der nächste Angriff der Orks wird uns das Leben kosten. Ich tue, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann hilf mir. Dann hilf mir und hör auf zu meckern. Das werde ich auch. Geh vor, mach schon. So. Lee hat auch nichts zu sagen, okay. Ich hoffe, der kann mir auch helfen.
Hangar? Okay, der kommt. Ich speichere lieber vorsichtshalber noch einmal. Ich habe das Gefühl, hier könnten jetzt noch mehr Orks wieder gespawnt sein. Ich glaube nämlich, hier ist es relevant, Heiltränke und so weiter zu nehmen. Erst die linke, dann die rechte, hatte Dings gesagt hier, Pedro. Wieder da, also hat's geschafft. So, Fackel, wo ist die hin? Wo ist die Fackel hin? Dann hier. Oh nein! Du bist gekommen, in mein Steinhaus zu fordern, aber dazu musst du erst an mir. Die Fackel aufheben. Schwefel. Hat er was Brauchbares bei sich? Da kommen schon die nächsten Echsenmenschen. Jo! Anga! Ich brauch Hilfe! Heiltränke? Könnte ich jetzt ein paar gebrauchen, definitiv. Was ist das? Bonus für maximale Lebensenergie? So, nutze ich noch ein paar von denen. Noch ein paar von denen. So, nochmal speichern. Orks und Ex-Menschen und Feuerwarane, schon gesehen. Ein Suchender. Danke für das Gold, du Held. Anga, Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Treff ich den? Nope. Gibt's hier noch irgendwo einen? Ich glaube nur den. So, das war's mit dir, du Mistvieh.
Ich sehe da hinten noch einen. Und hier haben wir Dracheneier. Eins. Drei Stück schon mal. Das sind sehr viele. Alter, da hinten auch nochmal. Ich will Angern nicht verlieren. Bleib zurück. Bleib zurück. Alles klar. Ich sehe zu, dass er wieder zurück auf Dings kommt. Dann speichere ich jetzt hier nochmal. Ich fange mit den da hinten an. Super. Irgendwann treffe ich ein. So, wie viele sind das jetzt? Alle. Super. Wo geht's raus? Besser so. Natürlich kommen die alle jetzt von hinten. Alter, jetzt übertreibt nicht. Anga? Ich könnte doch vielleicht Hilfe brauchen? Okay. Dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.